Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part. Diesmal geht's in den Eispalast. Wir hören uns einfach mal an, was er zu sagen hat. Link, die magischen Flammen werden dich in diesem eisigen Verlies schützen. Ja, das ist wohl in der Tat so. Und man sollte hier keinesfalls weitergehen, falls man nicht das magische Elixier hat. Denn ich glaube, wenn man hier ziemlich verschwenderisch umgeht, und dazu neigt man natürlich manchmal, dann hat man ein echtes Problem. Und deshalb sollte man hier schon diesen Trick mit dem Schmied in der Lichtwelt herausgefunden haben, dass sich die Mana-Kosten reduzieren und nur noch die Hälfte verbraucht wird. Ja. Ich hasse diese Dinger einfach nur. Ich hasse so viel an dem Spiel hier. So, da oben kommen wir nicht hin, deswegen müssen wir zwangsweise nach unten. Oh, war ja viele von euch. Ups. So. Da war noch einer leben. Okay. Warum? So. Ja. Dann kommen wir hier lang und kriegen den Kompass. Der ist so ziemlich das Unwichtigste, aber das habe ich ja sowieso schon mal erwähnt. So, jetzt verschieben wir wieder den Block. Können uns entscheiden zwischen drei Gängen. Natürlich nehmen wir den, wo wir noch nicht waren. Und ich glaube, wir werden... ja, gut. Das ist auch gut. Na, können wir dazwischen? Ja. Dich werden wir unschädlich machen, denn du wirst mich noch nerven, das weiß ich jetzt schon. Geh drauf, gut. Ach nein, komm, geh weg. Gut. So, hier sehen wir jetzt einen kleinen Raum nur. Und zwar befindet sich in dieser Truhe schon der große Schlüssel. Aber da kommen wir noch lange nicht ran. Deshalb werden wir wieder hier zurückgehen müssen. So. Jetzt haben wir wieder die Wahl zwischen drei Gängen. Wir nehmen natürlich wieder den, wo wir nicht waren. So. Du bist kaputt. Ach ja, genau, der Trick war das. Ja, ja, klar. Ja, schön, freut mich, wenn du jetzt... Hä? Ja, genau, klar. Hm. Ihr beginnt direkt wieder zu brutzeln. Scheißviecher. Genau. Hey, nimm die Bombe. Der Trick hier war... Und zwar musste man eine Bombe hier hinlegen. Dann schaltet sich das Teil um. Und dann lädt man hier einen hin. Und hier kann man sich runterfallen lassen. Das ist eigentlich ein bisschen tricky. Ja, wir hören nicht, was uns der Dorfälteste sagt. Ich weiß, man muss ihn mit Bomben killen. Und wir kriegen dafür wieder gleich eine. Manchmal wird es mit 10 Bomben echt heikel, aber diese Viecher geben ziemlich viele, deshalb ist es soweit auch kein Problem. Natürlich. Ey, was ist denn das? Ja, ich komme in sowas ziemlich schlecht klar. Wie man es hier auch unschwer erkennen kann. Frag mich jetzt nicht, warum ich gerade in den nochmal reingehauen habe. So, es war richtig so, wie es ist. Dann werden wir hier kurz warten, denn sonst kriegt uns diese Feuerschranke hier. Zack, zack. So, dann geht's hier lang. Ganz viele Blobs. Euch machen wir kalt, vielleicht ist einer von euch leben da. Nein, natürlich nicht. So, hier gibt es ganz viele von euch. Die Tür öffnet sich nur, wenn alle tot sind. Uff, das war knapp. Ach ja, du solltest kein Problem mehr sein. Genau. Wir nehmen gleich wieder den Bumerang, denn sonst verschwinde ich Bomben. Ich kenne mich. Und da wir nur 9 haben, ist das nicht so gut. Ja, schön, wenn du jetzt weggehst. So. Dann geht's hier lang. Irgendwie kriege ich es nicht hin, hier beim ersten Mal reinzulaufen. Und genau, ich war zu langsam. Irgendwie ist es ein bisschen buggy hier an dieser Stelle. Hier hat man immer Probleme. Das gibt's nicht.
es geht echt nicht da rein. Nur so. Anders, man kommt auch so rein, aber irgendwie, weiß ich nicht. Das ist ziemlich problematisch, wenn man das anders versucht. Und man kann jetzt irgendwo hier eine Bombe legen. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau wo. Und zwar hätte man jetzt den großen Schlüssel, würde man hier an die blaue Rüstung kommen. Aber selbst wenn ich den großen Schlüssel hätte, ich habe ja gesagt, ich will es in grüner Rüstung durchspielen. Daran hindert uns das Spiel natürlich nicht. Nur das Schwert müssen wir zwangsweise verbessern. Ich glaube die Pfeile auch. Ich wüsste es jetzt aber nicht genau. Aber, oh ja. Aber soweit sollte das alles funktionieren. Warum? Ich habe dich auf jeden Fall getroffen, du Scheißvieh. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich mich auf den konzentriert. Wo kommst du jetzt wieder lang? Mann, das ist doch so dumm. So, und jetzt kriege ich dich. Genau. Gut. So, und zwar, hier ist der Schalter. Das war knapp. Zack, zack, zack. So, das kriegen wir bestimmt nicht hin. Nö, weil ich in der Ecke festpack. Ich weiß echt nicht. Irgendwie ist das hier manchmal ein bisschen buggy. So, hier geht's dann weiter. So, drücken wir mal diesen Schalter hier. So. Na, heb den auf. Hier ist so ein komisches Plüschviech. So, Feuer, weg. Und tschüss mit euch. Allerlei Sachen, die man nicht gebrauchen kann. Zumindest nicht mehr. Hier gibt es wieder viele von euch. Ihr kriegt natürlich an den Stacheln keinen Schaden. Ist natürlich sehr logisch. Und ich werde von dem Ding wieder getroffen. Nein, doch noch nicht. Geht freundlicherweise mal mit drauf. Das war mal eine knappe Kiste. So. Ja. Hallo? Komme ich jetzt mal hier weg? Mein Gott. Ich glaube, wir müssen... Müssen wir hier lang? Moment. Wo sind wir hier? Hier waren wir noch nicht. Da unten aber auch nicht, glaube ich. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ja, hier kommen wir jetzt auch nicht mehr zurück. So, Enterhaken. Nein, nicht Bumerang. Enterhaken. Ja. So. Tschüss. Das schaffen wir auch niemals. Ja, genau. Und ich lasse mich treffen. Das ist so einfach eigentlich. Tschüss. Tschüss. Zap. Wo geht's hier lang? Ich habe keine Ahnung. Wir werden erstmal hochgehen. Diese Stelle an der Wand ist wieder bombensicher. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. So. Ich glaube, hier sind ganz viele Viecher drunter. Nein, doch nicht. Aber so ein komisches Ding. Und du weg. Und du auch. Ja. So. Zap. Zap, zap, zap. So und so. Und es gibt wieder eine Truhe. Wer hätte es gedacht. Und hier können wir dran ziehen. Ich glaube, im 6. Palast habe ich das schon mal versucht. Und da hat mich ja dann so ein Schlangenviech erwischt. Hier war es, wo man ziehen konnte, genau. Und hier bekommt man jetzt ja den großen Schlüssel. Den kleinen Raum kennen wir schon. So, so. Aber für den Schatz, den wir hier finden, ich habe es ja schon gesagt, die blaue Rüstung, werden wir den großen Schlüssel nicht verwenden, sondern nur für die wichtigen Durchgänge zum Boss. Ich glaube, es sind 25% weniger Schaden, die wir kriegen würden. Durch die rote Rüstung, die wir später auch noch bekommen, sind es meiner Erinnerung nach 50% oder 75%, ich weiß es nicht genau. Aber
Na gut, es wird deutlich schwerer, aber ich wollte es ja ohnehin so. Und deshalb ist es auch soweit. Okay, oh nein, das kenne ich noch, das ist nicht gut. Was sollen wir machen? Einfach runterfallen. Boah, es ist so dämlich. Jetzt sind wir wieder hier. Gut. Ich weiß aber noch, wir waren... ja, noch nicht in diesem Raum da unten. Fick dich. So. Und ist. Ups. Ah. Das ist so... diese Steuerung hier ist so extremst schwammig. Natürlich ist es so gewollt, klar. Ey. Es ist natürlich so gewollt, aber ich finde es trotzdem ätzend. Nein, da kommen wir nicht hin, ohne Schaden zu nehmen. Vorher kommen wir da auch nicht rein. Na? Genau. So, jetzt sind wir wieder hier. Und die große Truhe interessiert uns nicht. Aber wir haben jetzt den großen Schlüssel. Und das bedeutet... hoch, hier ist jetzt ein bisschen viel auf einmal gewesen. Was ist mit dir? Ey, warum beginnt der denn direkt immer zu glühen, ihr Drecksdinger? Ist doch nicht normal. Ja, klar, genau. Hm, natürlich. Ey. Einfach nur so eine Scheiße. Das riecht mich echt ein bisschen auf. So, hier haben wir schön Plüsch. So, drei Leben wieder gut. Tschüss, tschüss. So, hallo. Das war jetzt total dumm. Und hier ist dieser Raum, wovon ich vorher erzählt hatte. Und zwar ist dieser Raum der, wo man vorher einen Block runterschieben musste, der dann hier drauf geschoben wird. Und wenn man vorher... wir haben keinen Schlüssel mehr. Und wenn man vorher nicht den sechsten Palast gemacht hat, dann, ja, müsste man hier irgendwie dieses Rätsel mit diesem Schiebezeugs lösen. Und ich glaube, das würde bei mir Jahre dauern. Denn ich habe mich nie wirklich damit befasst. Ich habe es immer auf dem anderen Weg gemacht. Und es klappt auch immer ganz gut bisher. So, wir haben immer noch verschlossene Türen, aber wir haben den großen Schlüssel. Hätten theoretisch auch die blaue Rüstung kriegen können. Der Rest ist uninteressant. Bei einem der beiden, ich glaube, hier geht schon zum Endboss jetzt. Ja, wenn wir da runterfallen, geht zum Boss. Wir wollen aber noch vorher gucken, was hier ist. Und hier sind, glaube ich, Viecher, da kann man keinen Schaden vermeiden. Ja. Genau. So, was kriegen wir hier? Nichts wirklich Sinnvolles. Na gut, hat nichts gebracht. Und ich nehme jetzt schon mal präventiv den Feuerstab und lasse mich hier runterfallen. So, nett, dass du da bist. Ja, ich lasse mich davon fast treffen. So. Ach so, das wirkt gegen euch nicht. Na klar. Zwei Leben, ja? Ey. Ja, genau, klar. Ey, das regt mich jetzt schon auf. Ihr... ja, ich sag's lieber nicht. Kann man euch nicht auch mit Pfeilen irgendwie malträtieren? Nein, natürlich nicht. Warum sollte man euch mit Pfeilen kriegen? Das ist diese schwierigere Phase jetzt. Denn eigentlich ist das darauf ausgelegt, dass man, fickt euch alle, jetzt schon die blaue Rüstung hat und das rote Schwert. Ne, ich muss jetzt einen Trank nehmen. Also, anders geht's nicht. Ey, fick dich doch. Ja klar, direkt zweimal getroffen oder was? Wie viel haltet ihr denn bitte aus? Das ist doch nicht normal. Jetzt mal ernsthaft, wie viel haltet ihr bitte aus? Das ist doch echt nicht... ja, fick dich doch! Das gibt's nicht, Leute, das gibt's nicht. Ey, so ein dämlicher Mist. Ich muss euch schnell töten. Ich habe noch wenig Zeit, wie ich gerade sehe. Deswegen...
solltet ihr jetzt schnell hochgehen. So. Ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Bis zur nächsten Folge. Ciao.